So. So, weiter geht's. Und zwar hier den Schalter bitte. Danke. So, der Schalter ist gedrückt. Speichern müssen wir nicht. Hoffe ich zumindest. Wir gehen hier drauf, wir gehen hier drüber, wir gehen hier den Goblin verarschen. Den Ork in dem Fall. Wir gehen hier über den Fahrstuhl. Hui. Ich vergesse mal schnell, wo man heilen kann. Ich vergesse das komplette Heilen einfach mal gleich komplett mit. Hoffe, dass ich ihn austricksen kann. Und klettere hier die Leiter hoch. Und da schon der obere Teil des Turms ist, habe ich sowieso schon so ein ganz schlechtes Gefühl, dass ich einfach mal mein schwaches Heilzeug auf die Leute drauf hau. Will der noch irgendwas? Terrorball? Alter, vielleicht sollte ich erstmal gucken, was meine so an Ausrüstung. Ich habe hier ein bisschen was gefunden. Schwächer. Muskelring. Mehr Angriff, weniger alles Mögliche. Gut. Zombie-Ring. Mehr Angriff, weniger Wapp. Die Narrenkaske ist bei ihr besser. Nein, nein, gut. Federreste, nein. Armreifen, nein. Basketballmütze, nein. Muskelring, nein. Der, ja. Hat sowieso noch nichts. Franziska, okay. Die haben durchgeguckt, wir wissen, was am besten ist, und das, da ich keinen Terrorball habe, schmeiße ich einfach mal anderes Zeug in dich rein. Gut, gut. Labergruppe auch nicht. Nee, danke. So, jetzt haben wir noch ein paar sonstige Items, die ich... Okay, so kann ich gucken, was sie bringen. Mutschub erhöht Mut. Stärke. Speedy wäre okay und stellt Kampfkraft wieder her und füllt KP und seinen Superheilteil und das hört Beweglichkeit. Okay. Und was finden wir hier so Schönes drin? Hä? Licht. Tama? Ja, ich fühle es auch. Sei vorsichtig. Es ist ziemlich stark. Das sind acht Lichter und ein ganz fetter Fettwanst. Ich erkenne euer Energiemuster nicht. Seid ihr fremde, reisende Krieger vielleicht? Die zerstörte Stadt. Du bist also der Übeltäter. Ich hatte erwartet, dass sie sich zumindest ein bisschen wehren. Ich hatte überhaupt keinen Spaß dabei. Schade. Warum hast du das getan? Es sieht so aus, als ob ich mit euch mehr Spaß haben könnte. Wie heißt du? Tama. Ich bin Gades, der Meister der Zerstörung. Gades kommt mir irgendwo her bekannt vor. Na ja, erstmal Kälteschock. Was? Elixier? Freit Wesenlosigkeit. Kampfabwehr. Okay, kriege ich das auf alle? Ja. Einfach mal zur Sicherheit. Und die hat ja mit Sicherheit auch noch was. Holt alle aus dem Schlaf, erhöht Angriff. Verpeilte Feinde verschwinden im Nu. Geht nur auf einen. Okay, auf den, der mehr aushält. Zerstörer. Weg. BTF? Oder anders, what the fuck? Für mich persönlich eindeutig ein du kannst diesen Kampf nicht gewinnen Kampf. Mal guckt euch nur an, was der an Schaden reinhaut. Das kann man nicht überleben.
leben jedenfalls auf keinen Fall so einfach. Auf keinen Fall auf Blind. Was natürlich für meine Zornpunkte jetzt ein bisschen blöd ist. Los, töte ihn. Danke. Ihr seid leider trotzdem nur Sterbliche. Schade. Sehr schade. Feuer um halt. Feuer Mitternachtsfeuer. Feuer Mitternachtsfeuer. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es richtig ist. Du bist. Sind alle in Ordnung? Ja! Du bist wieder mal im richtigen Moment aufgetaucht, danke. Nicht der Rede wert. Tama, wer ist das? Das ist die Frau, die mir prophezeit hat, dass mein Schicksal im Reisen und Kämpfen liegt. Ich heiße Iris. Du scheinst Freunde gefunden zu haben, Tama. Du meinst... Ja. Gai Sedan, ihr seid auch dafür bestimmt, zu reisen und kämpfen. Ich? Ja. Aber warum ausgerechnet ich? Du hast auch die Kraft, den Mächten der Finsternis zu widerstehen. Den Mächten der Finsternis zu widerstehen? Einmal, Iris? Warum bist du auf dieser Reise? Ich suche nach Antworten. Antworten? Auf welche Fragen? Die Zeit vergeht, der Rest liegt in deiner Hand. Schlechte Antwort, die hat irgendwie an mir vorbeigeredet. Mein Schicksal ist es, mit dir zu reisen? So weit wären wir jetzt, aber was nun? Lass uns mal überlegen. Wir sollten nach Pandora zurückkehren und dem König Bericht erstatten. Gut. Tja, was ist los? Ich weiß es schon. Oh, Entschuldigung, ich habe gerade über etwas nachgedacht. Dab. Sieht aus wie ein schönes Schwert und ein Schild. Und schon mal voraus, sie sagte Selan und Guy. Tia gehört nicht zur Truppe. Das könnte sie nachdenklich gemacht haben. Mal sehen, wie mehr Angriff, weniger Verteidigung, weniger das, Batsch. Abwehrschild ist nichts für ihn. Aber für sie, so. Frostding ist für sie, das kann er. Ne, den kann nur er tragen, okay. Also dann mal den ganzen Weg runter vom Turm. Und mal, wir haben Fahrstuhl, es geht schneller als hoch. Natürlich ins Erdgeschoss. Nur von dort aus kommen wir wieder sicher nach draußen. Mehr oder weniger, fast sicher. Das Team ist ja total verstellt. Einfach so. Wird schon irgendwie schief gehen. Ruft Verstärkung, ja, nee, ist klar. Bam, 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 bam. Man kann meiner auch Angriffs. Nee. Der kann's nicht, aber die anderen beiden. Schock. Damn. So. Auch tot. Ein paar Erfahrungspunkte und weg hier.